Susanne führt dich hin zu ihrem Platz am Ufer. Du schläfst die Nacht bei ihr, hörst von fern die Boote fahren und du weißt, dass sie dich braucht jetzt in ihrem sanften Wahnsinn. Und sie reicht dir Tee aus China, Mandarinen und Orangen. Und grad als du ihr gestehen willst, dass du nicht in sie verliebt bist, erschließt sie dir ihr Wesen. Und nun gibt der Fluss dir Antwort, ihr seid immer eins gewesen. Und du möchtest mit ihr reisen, möchtest blindlings bei ihr bleiben, dich ihr ganz anvertrauen, denn du hast ihre Schönheit berührt mit deinem Geist. Und Jesus war ein Seemann beim Wandern übers Wasser.